So, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Heuler. Gemeinsam mit vier Kollegen habe ich mir heute vorgenommen, Ihnen das Golfspielen beizubringen. Der Kurs ist gedacht für Leute, die noch nie einen Schläger in der Hand gehabt haben. Die meisten nicken zustimmend und die anderen sehen auch so aus, als wenn das der Fall wäre. Woran ich das erkennen kann? Daran, dass sie noch so unverbrauchtes Lachen haben und noch so wenig verzweifelt aussehen. Denn der Golfsport hat eine 500-jährige Geschichte der Verzweiflung, der Verbitterung und der Frustration. Genau. Ich gebe mir immer größte Mühe, in den 10 Minuten Einführungen, die ich jetzt so mache, Sie davon abzuhalten, mit Golfspielen anzufangen, weil ich mache diesen Kurs seit 8 Jahren und nach so 2, 3, 4 Jahren kamen die ersten Leute und haben sich bitterbös beschwert, dass ich das vorher nicht klar gemacht hätte, auf was sie sich da einlassen. Weil ich habe jetzt schon eine ganze Menge ruinierte Ehen oder Firmen, die Konkurs sind, auf meinem Kerbholz, dadurch, dass ich den Leuten das Golfspielen beigebracht habe, weil das sieht meist so aus, sie probieren das aus und ahnen noch gar nicht, worum es da geht. Und wenn sie das erste Mal so einen Ball treffen und der so 100, vielleicht 150 Meter durch die Luft fliegt, ungefähr so, dann ist es wahrscheinlich um sie geschehen, weil dieses Gefühl ist so unglaublich, dass sie sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, das muss ich gleich nochmal hinkriegen. Und dann legen sie sich wieder einen Ball hin. Und der nächste Ball sieht dann wahrscheinlich so aus. Und vielleicht die nächsten 10 auch. Und dieser Prozess wird sie wahnsinnig machen. Und deshalb will ich das immer vorher sagen, dass sie vielleicht sich das genau überlegen. Weil wenn der erste Ball dann so geflogen ist, dann ist es meist zu spät. Aber ich sehe, ich kriege irgendwie keinen dazu, jetzt gleich zu gehen. Gut, ich habe aber noch mehr auf Lager, um sie abzuhalten. Sie werden auf jeden Fall nach dem Kurs 2 Fragen beantworten können. Die erste Frage lautet, macht mir das Spaß, ja oder nein? Weil es gibt auch immer wieder Leute, die schlagen so einen Ball und der fliegt so durch die Luft und die haben dann ganz eigenartige Reaktionen darauf. Also meist, wenn der Golflehrer so dahinter steht und der guckt sich das dann an und derjenige hat so ein paar nicht getroffen und jetzt macht er einen Schlag und der geht so. Und der Golflehrer ist völlig fasziniert und der Spieler sagt so, aha, ja, der war also richtig. Mhm. Dann würde ich Ihnen nicht empfehlen, Golfspielen anzufangen. Weil man kann sich das nicht leisten, dass man an den guten Schlägen keinen Spaß hat. Sondern das muss so sein, dass der gute Schlag Sie schier aus den Socken haut oder Sie vor Rührung die Tränen nicht mehr halten können. Wenn das so ist, dann ist es das wert, dass Sie sich wieder durchkämpfen und die nächsten 10 Bälle erdulden, die nur so fliegen. Weil das ist am Anfang eher der Normalfall. Aber bei den meisten ist es so, dass wenn sie den Ball richtig getroffen haben, dass sie ziemlich begeistert sind, wenn sie das vorher noch nie erlebt haben. Die zweite Frage, die Sie nach dem Kurs beantworten können, ist, habe ich Talent dafür, ja oder nein? Und Ihr Talent können Sie danach ermessen, wie Ihre Quote war von den Bällen, die Sie getroffen haben. Sollte es so gewesen sein, dass Sie tatsächlich nur einen Ball getroffen haben, und ich kann Sie beruhigen, bis jetzt in den 8 Jahren hat immer noch jeder zumindest einen Ball getroffen, weil egal, wie ungeschickt Sie sich anstellen, wenn Sie das 30 Mal versuchen, wird einmal der Schläger, und sei es nur aus purem Zufall, genau wieder an der richtigen Stelle ankommen. Und dann können Sie eben beurteilen, Dankeschön, dann können Sie eben beurteilen, macht mir das Spaß, ja oder nein. Und wenn Sie jetzt also nur einen einzigen Ball getroffen haben sollten, dann gehören Sie halt zu denen, was das Talent angeht, die ein bisschen länger brauchen, um das Spiel zu lernen. Und die normale Quote ist eigentlich eher so, na, jeder 6., 7., 8. Ball ungefähr sollte fliegen. Und wenn bei Ihnen schon jeder 2. Ball fliegen sollte, dann dürfen Sie sich zu den Talenten zählen. Lassen Sie sich aber auch nicht irritieren von Ihren Nachbarn, die vielleicht fast jeden Ball treffen. Es ist völlig normal, dass es in einem Kurs so, jetzt sind wir ungefähr 40 Leute, von 40 Leuten sich immer 3, 4 Fortgeschrittene reinmischen, die in Wirklichkeit eigentlich arg verzweifelt sind und gar kein Talent dafür haben, aber die mal wieder ein bisschen Ermutigung brauchen. Und der Golflehrer geht dann so, wir haben sich schon identifiziert. Und der Golflehrer geht dann so rum und guckt sich den Golfer an und sagt so, was, Sie haben noch nie einen Schläger in der Hand gehabt? Und dann sagt er, nein, noch nie. Und der Lehrer erkennt natürlich, dass er schon seit vielen Jahren spielt. Und am Anfang, früher war ich immer ein bisschen sauer, weil die Leute den anderen die Zeit geklaut haben, die eben noch nie gespielt haben und für die ist ja eigentlich gedacht. Aber heute habe ich Mitgefühl mit denen, die halt sehr frustriert sind, weil es nie so richtig klappt. Und dann spiele ich das Spiel immer mit und sage, wow, Sie sind ja ein Talent und so. Und dann merkt man auch, wie der aufblüht.
Und daran können Sie auch ermessen, wie frustrierend das sein kann. Weil also Golfspielen ist schon ziemlich hart, aber wenn man dann noch zu denen gehört, die eher zwei linke Hände haben, dann ist das manchmal richtig mühsam, das zu erlernen. Und dann wird man manchmal sogar zu solchen Verzweiflungstaten angestachelt, dass man sich in einen Schnupperkurs mischt und sich als Anfänger ausgibt. Gut, ich sehe, die Gruppe ist immer noch nicht kleiner geworden. Ich versuche es nochmal auf andere Art und Weise. Und zwar haben wir bei diesem Kurs immer wieder Verletzte und auch Schwerverletzte. Und zwar hängt das damit zusammen, dass wir gleich in dieser Gruppe hier ihnen den Griff beibringen müssen. Weil das wäre zu mühsam, sie alle zu verteilen auf die Bälle und dann ihnen jeden einzelnen den Griff zu erklären. Also machen wir das in der Gruppe. Und statistisch gesehen sind unter den 40 nicht nur 3, 4 Fortgeschrittene, sondern auch 4, 5 Hochintelligente dabei. Auch unter den Anfängern, die noch nie Golf gespielt haben. Soll es also auch geben, intelligente Leute, die noch nicht Golf gespielt haben. Und die werden zur Gefahr nachher, wenn wir den Griff üben. Weil der Normalintelligente braucht in der Regel 3 bis 4 Minuten, bis man ihm diesen Griff beigebracht hat. Der Hochintelligente hat das schon nach einer Minute raus. Und dann steht er so in der Gruppe und langweilt sich. Und dann denkt er sich, ach, ich glaube, ich übe mal den Schwung. Und macht dann solche Bewegungen und wundert sich, warum jetzt auf einmal der Schläger rot ist und da Haare dran kleben. Und das Unangenehme ist, also wenn man den abbekommt an den Kopf, wir hatten gerade vor kurzem, vor einer Woche war so ein Fall, da hat ein Mann der Frau den Schläger an den Kopf geschlagen, war dann der Helikopter hier und so und hat sie abgeholt. Ich weiß nicht, ob das Auge gerettet werden konnte. Und es ist so, dass es sehr unangenehm ist, den abzubekommen. Aber wenn man derjenige war, der den anderen da zu Boden gestreckt hat, weiß man auch nicht so recht, was man dem jetzt da in dem Moment sagen soll. Vor allen Dingen, wenn der Lehrer vorher erklärt hat, dass wir nur den Griff üben und keine Schwungübung machen. Das heißt, achten Sie gleich nicht nur auf Ihren eigenen Schläger, sondern auch auf Ihre Nachbarn. Wenn die Anstalten machen, irgendwie so Schwungbewegungen zu machen, dann beruhigen Sie die erstmal und sagen denen, warte ab, 5 Minuten noch. Weil sobald sie alle verteilt sind, können sie ja prügeln, bis die Hände bluten. Und dann sollte eigentlich nichts passieren. Ich sehe, die Gruppe ist immer noch nicht kleiner geworden. Ich habe aber noch was auf Lager. Und zwar, bei diesen Sachen wird man meist leicht verletzt oder mittelmäßig verletzt. Und es gibt aber eine Methode, jetzt hier auch zu Tode zu kommen. Und das hängt mit diesen Bällen zusammen. Und zwar die zwei, die ich da gerade so eben geschlagen habe. Wir hatten vor kurzem so eine Maschine hier, die maß die Geschwindigkeit dieses Balles. Und da haben wir festgestellt, meine Bälle, wenn ich sie richtig gut treffe, hatten 200 km/h. Und wenn so ein Ball mit 200 km/h hier so ankommt, geht er meist direkt durch. Dann braucht also nicht mehr der Rettungshelikopter kommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie alle in dieser Reihe stehen bleiben. Sie sehen, derjenige, der die Bälle hier aufgebaut hat, hat sich alle Mühe gegeben, die in einer Reihe aufzubauen. Und das hat folgenden Grund. Wenn man die Bälle nicht genau so trifft, wie ich das gerade vorgemacht habe, sondern zum Beispiel hier vorne mit der Spitze, dann geht der manchmal in einem Winkel weg, der bis zu 89 Grad nach links oder nach rechts geht. Der war jetzt noch ziemlich gut. Ich gucke mal, ob ich das noch schlechter kann. Ich habe so ein bisschen Angst, weil da mein Kollege steht. Die sind zu gut. Moment. Ich kann auch schlechter. So, jetzt kriegen Sie schon ungefähr den Eindruck. Also manchmal gehen Sie 89 Grad nach rechts oder nach links weg. Das heißt, Sie stehen immer dann sicher, wenn Sie alle in einer Linie sind, weil 90 Grad geht physikalisch nicht. Dass der eben komplett im rechten Winkel nach rechts oder nach links geht. Und in dem Moment, wo Sie hier nach vorne laufen, dann müssen Sie jetzt hoffen, dass Ihr Nachbar gute Schläge macht. Würde ich aber nicht drauf wetten, weil vielleicht ist das nicht einer von den dreien, der schon seit Jahren spielt. Und auch die drei können es ja nicht richtig gut, sonst wären sie ja nicht hier. Das heißt, Sie müssen eben hoffen und deswegen ist die bessere Variante, gar nicht hier hinzulaufen. Jetzt gucken Sie mich alle so an mit dem Blick, naja, wir sind ja nicht blöd. Aber ich mache diesen Kurs seit 8 Jahren. Und seit 8 Jahren erzähle ich das vorher. Und seit 8 Jahren laufen immer 3 bis 5 Leute nach vorne, egal was ich vorher sage. Und wenn ich 20 Minuten lang erkläre, dass das gefährlich ist. Und wir fragen uns immer, warum machen die Leute das? Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wenn man so anfängt, auf Golfbälle einzudreschen, dann setzt der Verstand immer ein klein bisschen aus. Und manchmal passieren aber auch Sachen, da kann ich das noch verstehen. Und zwar haben sie alle neben ihren Bällen auch so kleine Holzstifte stehen. Wichtig ist, dass Sie die nicht Holzstifte nennen oder Zäpfchen oder Nippel oder Stöpsel oder so. Sonst fällt immer gleich sofort auf, Sie haben gar keine Ahnung von Golf, sondern die Dinger heißen Tees. Und die machen das Schlagen etwas leichter. Wenn der Ball so oben in der Luft ist, dann treffen Sie den leichter. Manchmal passieren dann aber Missgeschicke, die sehen so aus, dass das Tee weiter fliegt als der Ball. Und Sie sehen schon, Sie haben mehr Bälle als Tees. Eigentlich ist es so gedacht, dass der Ball weiterfliegt als das Tee. Und dann irgendwann haben Sie keine mehr, dann versuchen die Leute ohne Tee zu schlagen. Das merken Sie aber sehr schnell, dass das nicht so gut klappt. Die sehen dann häufig eben so aus, manchmal sogar nach hinten, wie ich gerade sehe.
Aber nicht sehr schnell, also da wird keiner sterben. So, und dann merkt man eben, ohne Tee klappt es nicht. Und dann laufen die Leute, weil sie keine Tees mehr haben und so verzweifelt sind, nach vorne, um sich ihr Tee zu holen. Und das wäre besonders ärgerlich, heute hier das Leben zu lassen auf dieser Übungswiese wegen eines Tees. Also, wenn Sie keine mehr haben, sagen Sie uns Bescheid, wir geben Ihnen neue. Andere Gründe, warum Leute nach vorne laufen, sind folgende. Und zwar werden Sie heute ganz intensive Bekanntschaft mit Ihrer Scham machen. Und wenn es eben also nicht so klappt und so, und wie Sie zum Beispiel, da werden dann viele ganz erschreckt über sich selber sein, wenn Sie zum Beispiel den Ball nach dem 5. Mal immer noch nicht treffen und dann die Leute so das Fluchen anfangen, dann machen die so, das gibt's doch gar nicht und so. Und dann sind Sie auf einmal ganz erschrocken über sich selbst. Und da lernt man seine Scham kennen, aber ganz häufig passiert es auch, wenn jetzt da so ein ganzes Dutzend schon so immer nur so einen Meter geflogen ist und die häufen sich auf einmal hier so. Dann denken die Leute, wenn gleich der Golflehrer kommt, dann unterliegen alle da vorne, das ist ja peinlich und so. Und dann erkenne ich die immer schon vorher und schreie dann immer, stopp, machen Sie es nicht, wenn die so einen Blick bekommen. Und das reicht ja schon, wenn Sie einen Meter nach vorne gehen und dann getroffen werden. Und der Grund, den ich noch am meisten verstehe, Sie merken schon, ich habe das über Jahre hinweg analysiert, warum Leute nach vorne laufen. Eben nicht nur deshalb, weil da Verletzungen entstehen können, sondern immer, wenn wir Todesfälle haben, muss ich ein zweiseitiges Formular ausfüllen. Und das ist so ärgerlich. Und der Grund, den ich noch am meisten verstehe, warum die Leute nach vorne laufen, hängt auch mit ihrer Scham zusammen. Der tritt dann ein, wenn sie Schläge machen, die so aussehen. Häufig kann man diese Schläge schon immer erkennen, wenn derjenige so einen mehrminütigen Konzentrationsprozess hat vorher und an die 63 Sachen denkt, die ich ihm gleich noch erklären werde zur Technik. Und dann macht derjenige so einen Schlag. Und dann fliegt da so ein Riesenschnitzel raus und er denkt sich, oh je, wenn das gleich der Golflehrer sieht, krieg ich Ärger. Und dann überlegen die sich, wenn ich jetzt einfach dahin laufe und mir das wiederhole, dann merkt das vielleicht keiner. Und meist wird derjenige genau in diesem Moment am Kopf getroffen und dann sieht jeder, Sie waren's. Und deswegen, auch wenn Sie da in den Boden reinschlagen, lassen Sie da vorne alles liegen, egal was passiert. Ja, ich sehe, die Gruppe wird eher größer als kleiner, also jetzt habe ich nicht mehr auf Lager, um Sie abzuschrecken. Deswegen würde ich mal sagen, verteilen wir jetzt die Schläger. Fangen wir mal mit den Linkshändern an. Sagen Sie mir nicht, dass wir in der ganzen Gruppe keinen Linkshänder haben. Meist schämen die sich immer ein bisschen, aber nachher outen die sich dann doch noch. Okay, dann machen wir die. Sie sind Linkshänder? Genau, Sie können ja auch nichts dafür. Gehen Sie mal nach. Lassen Sie sich da mal einen Schläger geben. Und Robert, bringst du ihm den Griff getrennt bei? Weil wir wollen ja nicht wegen eines Linkshänders die ganze Gruppe durcheinander bringen. Er will rechts rum spielen. Okay, gut. Dann können die anderen jetzt mal nach vorne gehen und sich einen Schläger holen. Jetzt in diesem Moment erkennt man normalerweise immer die Rheinländer in der Gruppe, aber wir scheinen keinen dabei zu haben. Nö? Gut, meldet sich keiner. Warum? Und die erkennt man immer daran, da fangen die Männer an, den Frauen zu erklären, wie der Griff zu gehen hat, obwohl die selber noch nie einen Schläger in der Hand gehabt haben. Weil der Erkennungspunkt eines Rheinländers besteht darin, er weiß nichts und kann alles erklären. Wenn Sie da irgendwo nach dem Weg fragen oder so, dann fängt der Mann zu erklären und nach 5 Minuten wird klar, ach so, ich weiß gar nicht, wo das ist eigentlich. Aber heute keine dabei. Wunderbar, das ist auch umso günstiger. Dann hören die Leute zu, das, was ich erzähle. Und zwar ist es jetzt so, dass den Griff, den ich Ihnen jetzt gleich zeige, der wird erstmal unbequem sein. Und Sie werden motiviert sein zu sagen, ach, ich glaube, ich versuch's einfach mal anders. So ist irgendwie bequemer. Und es ist so, dass dieser Griff seit 500 Jahren benutzt wird beim Golf. Und nicht, dass man nicht immer wieder versucht hätte, ihn zu verbessern, aber irgendwie kommt man doch immer wieder auf den gleichen Griff zurück. Und deswegen ist es recht unwahrscheinlich, dass Sie heute auf einen Griff stoßen, der noch besser ist. Deswegen würde ich empfehlen, machen Sie heute erstmal einfach das, was ich Ihnen sage, und dann können Sie ja morgen kreativ werden und neue Griffe entwickeln. Ich sage das auch aus Erfahrung, deswegen. Machen Sie mal Folgendes und lassen Ihren linken Arm an der linken Körperseite herunterhängen und greifen den Schläger hier auf der linken Körperseite. Nein, Sie müssen sich jetzt auch nicht schämen, wenn Sie die falsche Hand genommen haben. Das ist auch. Ja, aber Sie haben einen Schläger für. Völlig richtig. Entschuldigung, mein Fehler. Sie brauchen nur einen Golflehrer, der Ihnen das getrennt beibringt, weil das ist viel zu schwierig, das immer umzudenken. Da ist die Linkshändergruppe, genau, deswegen haben Sie mich da. Jetzt haben sich schon 3 geoutet. Wahnsinn, die ganze Gruppe hat den Schläger in der linken Hand. Also
überdurchschnittlicher IQ hier. So, der Mittelwert ist so 5, die den so haben. Und immer, wenn ich demjenigen dann sage, sie haben den Schläger in der falschen Hand, dreht er sich erstmal um, wen er meinen könnte. So, die meisten haben auch schon eine ganze Menge richtig gemacht, ohne dass ich es erklärt habe. Und zwar haben sie alle den Schläger, oder die meisten, unten gerade hingestellt. Gerade heißt, dass die vordere untere Kante genau parallel ist zu ihrer linken Schuhkante. Wenn der so stünde, wäre der verdreht nach links, und wenn der so stünde, verdreht nach rechts. Und sie haben ihn aber gerade. So, das nächste, was die meisten richtig gemacht haben, war, den Schläger so unten in die Finger fallen zu lassen und mit dem Handballen so weit von oben drauf zu kommen, dass, wenn ich jetzt von vorne auf ihre Hand schaue, lässt sich nichts mehr erkennen von dem Griff. Schwierig wird es, wenn sie so greifen, dass man von vorne noch etwas von dem Griff erkennen kann. Wahnsinn, ich sehe keinen einzigen heute, das ist irre. Wahrscheinlich ist die ganze Gruppe schon fortgeschritten. Und nachher kommt die versteckte Kamera und guckt, wie ich reagiere, wenn hier alle die Drives so 200 Meter rausschlagen. Gut, okay. Jetzt können Sie einfach mal den Schläger aus dem linken Handgelenk so anheben und mal gucken, ob das einfach geht. Der Daumen liegt... Die in der zweiten Reihe, vorsichtig. Wenn die in der ersten Reihe so eine helle Stimme auf einmal bekommen. So, der Daumen liegt übrigens, hatte ich noch nicht erklärt, genau auf der Mitte des Schlägers. Kommt so leicht von der Seite, liegt also schräg, nicht parallel hier zu dem Schläger. Und jetzt, wenn Sie den so hoch gehoben haben, dann stimmt was nicht, sondern nur aus dem Handgelenk muss das gehen. Wenn das nicht geht, können Sie einfach wieder ein bisschen drehen mit der Hand, bis Sie merken, das muss einfach gehen, weil das brauchen Sie nachher während des Golfschwunges. Gut, jetzt nehmen Sie mal, die in der zweiten Reihe wieder vorsichtig, den Schläger so vor Ihren Körper und wir legen mal gemeinsam die rechte Hand dran. Ich drehe mich mal um, dann können Sie sehen, wie man die rechte Hand dran legt. Golfschläger in der Luft. Was sagen Sie? Und zwar legen Sie Ihre beiden mittleren Finger, Ring und Mittelfinger, so an den Schläger dran, dass, wenn Sie die beiden krümmen, dass die genau mit dem Daumen abschließen. Also dass einfach die Finger so weit hier verschieben, bis das so hinhaut. So wäre zu weit, so wäre zu kurz und so, dass, wenn die genau abschließen mit dem Daumen, dann sind die richtig. Den kleinen Finger, haben Sie sich schon gefragt, wo der hin soll, der kommt in die Grube zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger der linken Hand. Und dann legen Sie den Rest der Hand so weit rum, dass Sie den Daumen der linken Hand komplett verdecken. Und dabei liegt der Daumen der rechten Hand auf der linken Seite und der Zeigefinger etwas abgespreizt auf der rechten Seite. Noch können Sie gehen. Nehmen Sie den Schläger nochmal runter und gucken mal, ob der immer noch gerade ist. Bei vielen von Ihnen hat er sich jetzt nach links verdreht. Da müssen Sie aber nicht neu anfangen. Gucken Sie mal, ich mache das mal so vor, wenn der jetzt so da unten steht, drehen Sie den einfach in den Fingern gerade und greifen wieder zu. Genau, die Dame in Weiß muss noch ein bisschen weiter aufdrehen. Noch ein bisschen. Nee, nicht den Schläger einfach nur verstellen, sondern gucken Sie, ja, genau. Wunderbar, jetzt da richtig. Super. So, wenn ich jetzt in Ihre Augen gucke, dann sehe ich da so einen Ausdruck wie, den lasse ich besser nicht mehr los. Und glauben Sie es mir, wir hatten schon Leute, wie gesagt, seit 8,5 Jahren machen wir das, wir hatten schon Leute, die haben dann tatsächlich versucht, mit dem Mund Bälle aus dem Korb rauszuholen und auf dieses Tee zu stellen. Aber das sieht richtig blöd aus. Deswegen machen wir das Ganze nochmal gemeinsam. Lassen Sie nochmal los und mischen nochmal durch. So, ganz wichtig, die linke Hand immer auf der linken Körperseite an den Schläger dranlegen. Machen Sie es nicht hier in der Mitte, das klappt nicht. So, hier links erstmal greifen mit der linken Hand, Finger von unten, Handballen und Daumenballen von oben, so dass das Hochheben wieder gut klappt. Dann müssen Sie nicht jedes Mal vor dem Körper machen, können Sie auch hier unten machen. Die beiden mittleren Finger von unten an den Punkt liegen, gegenüber des Daumens der linken Hand, die Finger krümmen, den kleinen Finger in die Grube, den Rest der Hand so weit rum, bis der Daumen verdeckt ist, und dann nochmal kontrollieren, ob der Schläger gerade ist. Okay, wir machen jetzt ganz kurz noch gemeinsam die Haltungsübung, damit Sie wissen, wie Sie sich an den Ball hinstellen. Und zwar haben die meisten von Ihnen jetzt schon festgestellt, wir haben Schläger ausgeteilt, die sind zu kurz.
Weil wenn Sie den jetzt gegriffen haben, langt der ja nicht bis an den Boden. Sie müssen sich also jetzt irgendwie kleiner machen. Ja, genau. Ihrer langt dahin. Wunderbar. Und zwar müssen Sie sich jetzt irgendwie kleiner machen. Und die meisten machen es intuitiv entweder so, indem sie ihren Rücken krümmen oder indem sie so in die Knie gehen. Und beides ist aber nicht richtig. Sondern man setzt sich so leicht nach hinten, so in die Oberschenkel geht man, dass man sich so nach hinten setzt. Machen Sie das ruhig mal mit, auch wenn Ihnen das jetzt gerade blöd vorkommt, aber die Nachbarn sehen ja genauso blöd aus. Also ohne Ihre Knie nach vorne zu bringen, setzen Sie sich so ein bisschen nach hinten und beugen sich dann mit geradem Rücken nach vorne, bis Sie das Gewicht wieder ausbalanciert vorne und hinten haben. Das fühlt sich dann so ein bisschen an, als wenn man wie Donald Duck am Ball steht. Und so ist aber richtig. Besonders bei Falco. Gut. Sie legen, ein Wort noch und dann können Sie schlagen. Sie legen den Ball jetzt in die Mitte dann Ihres Standes und wenn Sie ausholen, gucken Sie die ganze Zeit weiter zum Ball, nicht nachher dem Schläger hinterher. Das macht man meist so am Anfang, damit das Treffen sehr schwierig. Gut.